Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Ich muss wieder ein bisschen switchen. Ich habe heute schon etwas auf Englisch erzählt. Jetzt darf ich wieder auf Deutsch sprechen. Das ist entspannender. Und ich begrüße euch diesmal leider nicht in Berlin. Ich bin wie gewohnt in meinem Büro in Nürnberg. Und für diejenigen, die mich vielleicht noch nicht kennen, ich bin YouTuberin, ich bin Maria. Und mein Kanal auf YouTube heißt Deutsch mit Maria. Wie man leicht aus dem Namen erkennen kann, unterrichte ich Deutsch als Fremdsprache. So, heute sprechen wir über ein wahnsinnig spannendes Thema. Und zwar, wie gehe ich mit Prüfungsvorbereitung um? Das, was ich sehr oft höre von den Zuschauern auf YouTube, von den Kursteilnehmern unserer Kurse, sind Fragen wie, oh mein Gott, ich muss eine Prüfung machen und so weiter. Und Leute, die normalerweise nicht leicht in Panik geraten, geraten deswegen in Panik. Und ich spreche heute aus unterschiedlichen Perspektiven. Zum einen war ich viele Jahre Prüferin bei TELC. Vielleicht kennen manche von euch diese Prüfungsorganisation. Im Moment prüfe ich nicht aktiv, da bin ich mehr mit anderen Projekten beschäftigt. Aber ich kenne die Seite der Prüfer und ich kenne die Seite der Prüfungsteilnehmer. Das heißt, ich habe selbst auch schon Prüfungen abgelegt und mich auf Prüfungen vorbereitet. Ich war auch selbst schon super aufgeregt vor Prüfungen und habe sie dann trotzdem bestanden und so weiter. Das heißt, ich bringe sehr viel Erfahrung mit. Außerdem unterrichte ich Deutsch seit, ich glaube, 20 Jahren. Und das ist ziemlich viel Zeit und ziemlich viel Erfahrung. Deswegen möchte ich den Talk heute so gestalten, dass ich ungefähr vielleicht 15 Minuten euch ein bisschen Input gebe, so ein bisschen die wichtigsten Ideen, die ich zu diesem Thema zusammenfassen kann, die erzähle ich euch. Und die restlichen 15 Minuten würde ich sehr gerne auf eure Fragen eingehen. Dazu möchte ich euch bitten, wenn ihr im Chat schreibt, schreibt bitte an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer. Wenn ihr nur an alle Diskussionsteilnehmer schreibt, kann ich das sehen, was auch sehr schön ist, aber dann können das die anderen Teilnehmer nicht sehen und das ist schade. Also schreibt an alle Diskussionsteilnehmer und Zuschauer und ich versuche immer wieder einen Blick in den Chat zu werfen und auf eure Fragen einzugehen. So, also wir wollen nicht zu viel drumherum reden. Prüfungen. Ich beschäftige mich meistens mit relativ hohen Prüfungen, also B2, C1, C2. Wenn ihr eine andere Stufe ablegt, schreibt es gerne in den Chat, dann kann ich mich ein bisschen daran orientieren. Wichtig bei den Prüfungen ist, und ich spreche jetzt hauptsächlich aus Erfahrung, welche Fragen, welche Schwierigkeiten bringen zum Beispiel unsere Kursteilnehmer mit. Zum Beispiel, sie wissen nicht genau, was sie in der Prüfung erwartet. Das ist kein Problem, es ist, kann aber eine Schwierigkeit sein, wenn du sagst, naja, ich gehe in die Prüfung und ich lasse mich überraschen. Das ist keine gute Strategie. Wenn du dich auf eine Prüfung vorbereitest, ist es sehr sinnvoll, erstens genau zu wissen, welche Prüfung legst du ab. Es gibt verschiedene. Es gibt zumindest auf Niveau zum Beispiel ab A1 gibt es Prüfungen wie TELC und es gibt Prüfungen wie Goethe. Und spätestens ab dem Niveau B2 unterscheiden sie sich gravierend voneinander. Und dann gibt es noch andere Prüfungen wie DSH und TestDaF. Und die österreichischen, die ÖSD-Prüfungen und so weiter. Das heißt, oft ist es einfach so, die Leute sagen, ja, ich habe mich vorbereitet, dann frage ich, was hast du benutzt? Und sie sagen, ja, ich hatte da so ein Buch aus dem Jahre 1972, damit hat noch meine Mutter gelernt, es ist ein gutes Buch. Dann sage ich, ja, das ist schön, aber es ist nicht gut zur Prüfungsvorbereitung, denn, und das ist ein ganz wichtiger Moment, die Sprache zu lernen und die Sprache für eine Prüfung zu lernen, sind vollkommen unterschiedliche Dinge. Das heißt, was ich zum Beispiel auch schon erlebt habe, ist, dass Prüfungsteilnehmer fließend sprachen. Ich hatte so einen Fall in einer C1-Prüfung.
Eine Teilnehmerin sprach wirklich wie eine Muttersprachlerin. Aber sie bestand die Prüfung nicht, weil sie mit den Aufgaben nicht vertraut war. Sie wusste nicht, was genau sie schreiben muss. Und ihr wisst mit Sicherheit, zum Beispiel beim schriftlichen Teil, ist es sehr, sehr wichtig, konkret zu wissen, was von dir erwartet wird. Zum Beispiel in einer B1-Prüfung schreibst du einen informellen Brief an einen Freund oder eine Freundin. Und wenn du da beispielsweise sehr geehrte Damen und Herren schreibst, das ist nicht so gut. Das passt nicht in diese Prüfung. In einer B2-Prüfung, zum Beispiel bei TAKE, schreibst du einen Brief oder neuerdings schreibst du eine E-Mail, wo du entweder eine Beschwerde schreibst oder eine Bitte um Information und so weiter. In der Goethe B2-Prüfung schreibst du einen Forumsbeitrag. Das ist sowas wie früher der Leserbrief. Heute ist das jetzt modern und jetzt heißt es Forumsbeitrag. Sprich, sowas wie eine Meinungsäußerung in den sozialen Medien irgendwo, in den sozialen Netzwerken und so weiter. Das heißt, du musst ganz konkret wissen, was ist in deiner Prüfung, welche Aufgaben, was musst du da machen. Und viele sagen, ja, aber soll ich unbedingt ein Buch für diese Prüfung kaufen? Ja. Aber das ist eine ganz wichtige Sache. Viele unserer Kursteilnehmer kommen und zeigen mir 30 Bücher. Moment, ich muss es in die Kamera zeigen. 30 Bücher, Online-Kurse, Apps, Karteikärtchen und. Sie kaufen kofferweise alles, was sie zum Beispiel für das Niveau B2 oder C1 gesehen haben. Und es gibt viele Sachen, die man kaufen kann. Es gibt auch viele gute Materialien. Aber das Problem ist dann oft, dass du zu viel hast. Du weißt dann irgendwann nicht, womit soll ich denn lernen? Und was daraus resultiert, diese Leute haben oft irgendwann eine panische Angst vor ihrem Schreibtisch, weil sie wissen, dort liegen Wörterbücher und Lehrbücher und das und jenes. Und am Ende machen sie gar nichts. Und dann eine Woche vor der Prüfung kommen sie zu mir und sagen, Maria, was soll ich machen? Und ja, dann kann ich meistens nicht viel tun. Also, man kann es so schön auf Englisch zusammenfassen und sagen, know your enemy. Das heißt, du musst genau wissen, es gibt Übungstests oder Musterprüfungen, wie das manche Institute nennen. Eine Musterprüfung ist eine komplette Prüfung, wie sie auch in echt sein könnte. Und die nutzt du zum Üben. TAKE verkauft solche Prüfungen, Goethe verkauft solche Prüfungen, es gibt solche Bücher. Das heißt, du solltest auf jeden Fall nicht alles kaufen, was auf dem Markt existiert, aber du solltest ein gutes Material haben, wo du wirklich sehen kannst, aha, so sieht die Prüfung aus. Es gibt auf jeden Fall auf der Seite vom Goethe-Institut jeweils eine kostenlose Prüfung, eine Musterprüfung. Und bei TELC findest du auf jeden Fall auch für jede Stufe eine kostenlose Musterprüfung. Ob du dann noch weitere Bücher kaufen möchtest oder nicht, das ist dir überlassen. Aber ich warne davor, zu viele Sachen zu haben. Das habe ich ja schon gesagt. Der nächste Punkt ist das Timing. Ich habe schon so viele verschiedene Fälle erlebt, wo die Leute wirklich 3 Tage vor der Prüfung furchtbare Panik bekommen. Und dann kommen sie zu uns oder sie schreiben mir Kommentare auf YouTube und sagen, Maria, ich habe Prüfung in 3 Tagen, was kann ich machen? Der beste Fall war, als mich jemand auf Facebook angeschrieben hatte, so Freitagnacht, 2:30 Uhr, kommt eine Nachricht, Maria, ich habe Prüfung morgen, was kann ich machen? Und ich glaube, ich habe geschlafen und habe nicht geantwortet. Und am nächsten Tag fand ich so eine Nachricht, ja, Maria, ich bin ganz enttäuscht. Ich habe dir eine Frage gestellt und ich hatte so Panik vor der Prüfung und du hast mir nicht geantwortet. Also, hier glaube ich, muss ich nicht so viel kommentieren, aber es geht tatsächlich darum, dass du deine Zeit gut einplanst. Und es ist nicht sinnvoll, 2 Jahre vor der Prüfung anzufangen zu lernen und es ist nicht sinnvoll, eine Woche vorher zu lernen. Wo ist ja das Mittelmaß? Was ist der beste Zeitraum, um sich auf eine Prüfung vorzubereiten? Ich empfehle immer, zum Beispiel bei einer B1-Prüfung reichen dir intensive 4 bis vielleicht maximal 6 Wochen. Bei einer B2-Prüfung reichen dir 6 bis 8 Wochen.
wenn du wirklich intensiv dabei bist. Und bei einer C1-Prüfung schwierig, vielleicht 8 bis 12 Wochen. Das bedeutet nicht, dass du keinen Kurs machst und dann plötzlich in 3 Monaten C1 kannst. Das funktioniert natürlich nicht. Aber ich meine wirklich die reine Prüfungsvorbereitung. Also du brauchst nicht Jahre, um dich auf eine Prüfung vorzubereiten. Und bitte trenne einfach das Sprachelernen und das Sprachelernen für die Prüfung. Denn ganz wichtig ist, nach der Prüfung gibt es auch ein Leben. Überraschung. Und wenn Leute in meine Kurse kommen, also ihr wisst es vielleicht, ich habe eine Online-Schule für Deutsch als Fremdsprache. Und da machen wir Prüfungsvorbereitung und alles Mögliche. Wenn die Leute zu uns kommen, ich frage sie, was ist dein Ziel? Und die meisten sagen, ja, mein Ziel ist, die Prüfung zu bestehen. Dann sage ich, nein, 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 das kann nicht dein Ziel sein. Das ist ein kleines Ziel auf dem Weg zu deinem großen Ziel. Was ist dein großes Ziel? Und dann sagen sie, ja, ich möchte in Deutschland studieren oder ich möchte in Deutschland arbeiten oder ich möchte mein Diplom anerkennen lassen. Das ist dein großes Ziel. Und wenn du manchmal bei der Prüfungsvorbereitung Schwierigkeiten mit der Motivation hast, dann das ist vielleicht die Lösung. Denn wenn zum Beispiel, also mein Lieblingsbeispiel ist ein Kunde von mir, der Chirurg ist und er hat sich vor einigen Jahren, er ist nach Deutschland umgezogen mit seiner Familie. Das Erste, was er gehört hat, naja, du kannst hier nicht als Chirurg arbeiten, du brauchst Deutsch auf einem sehr hohen Niveau. Und er hat in dermaßen, also in Rekordzeit Deutsch gelernt und ich benutze seine Geschichte gerne als Beispiel, weil er sagt, guck mal diese Hände an. Ich habe damals noch individuell mit ihm gearbeitet. Ich mache das heute nicht mehr so oft. Aber damals, und er hat gesagt, guck mal diese Hände an. Diese Hände haben, ich weiß nicht, 10.000 Operationen gemacht. Und er war Herzchirurg, also Kardiochirurg. Und ich kann mir nicht vorstellen, mit diesen Händen irgendwas anderes zu machen, außer Menschenleben zu retten und zu operieren. Seine Motivation war so stark, dass er in Rekordzeit, wirklich, ich weiß nicht, 6 Monate oder so, danach hat er die C1-Prüfung bestanden und arbeitet jetzt in einem Klinikum in Bayern. Was ich damit sagen will, es ist völlig egal, ob du Chirurg bist oder nicht, aber du musst deine persönliche Motivation finden, egal ob du in einem Kurs bist, wo die meisten nicht besonders motiviert sind. Die Motivation ist leicht zu finden, wenn du sie nicht in der Prüfung suchst. Die Prüfung ist nicht das Ziel. Sie ist, ja, meistens brauchen wir die Prüfungen für irgendwas, um ein Zertifikat zu bekommen. Und mit diesem Zertifikat kannst du studieren, du kannst arbeiten und so weiter. Aber das Problem ist folgendes. Ich kenne sehr viele Geschichten, wenn Leute in Deutschland oder Österreich oder der Schweiz studieren wollten, sie haben die C1-Prüfung abgelegt, bestanden und dann haben sie mich eine Woche, nachdem sie mit dem Studium angefangen hatten, kontaktiert und haben gesagt, Maria, ich habe die C1-Prüfung bestanden, aber ich verstehe nichts an der Hochschule. Und dann sage ich, okay, das bedeutet, du hast dich zu sehr auf die Prüfung vorbereitet und das war für dich so das Ende vom Deutschlernen. Eigentlich ist es nicht das Ende, es ist eine Formalität und es ist der Anfang von dem eigentlichen Deutschlernen. Denn wenn du an der Uni bist, da interessiert es niemanden. Kein Dozent interessiert sich dafür, dass du vielleicht Deutsch nicht als Muttersprache sprichst. Und ab dann ist es dein persönliches Problem, dass du genug Deutsch lernst, um die Vorlesungen und die Seminare zu bestehen. Generell, weil ich sehe hier gerade noch die Frage zu den Terminen, also wie viel man sich vorbereiten sollte. Es ist sehr individuell. Also das Beispiel von dem Chirurgen, den ich erwähnt habe, ist vielleicht eher ein untypisches Beispiel, aber es zeigt, dass mit Motivation sehr viel möglich ist. Auf der anderen Seite, wenn du keine Motivation hast, wenn du diese Zeit nicht effizient nutzt, dann kann ich auch nicht sagen. Du kannst auch 6 Monate dich vorbereiten und immer noch nicht vorbereitet sein. Der nächste Punkt ist dein soziales Umfeld. Das ist ein wahnsinnig wichtiger Punkt
Und es ist egal, ob du in einem Kurs bist oder nicht. Aber was ich ganz oft höre, also ich mache eine Beratung und es geht um die zum Beispiel B2-Prüfung. Und dann sagt jemand, ja, Maria, ich habe gehört, die Prüfung ist sehr schwierig. Dann sage ich, es ist alles relativ, aber woher weißt du das? Und dann sagt die Person, na ja, also die Schwester der Cousine, der Freundin von weiß ich nicht wem, von der Kollegin, sie hat die Prüfung gemacht und nicht bestanden. Wenn du so etwas hörst, dann dreh dich um 180 Grad in die andere Richtung und renn so schnell du kannst. Es gibt wahnsinnig viele negative und toxische Menschen. Zum Glück gibt es genug positive, hallo hier zum Beispiel, aber es gibt wahnsinnig viele Menschen, die, egal was du machen willst, die sagen, naja, die Prüfung ist sehr schwer, du wirst sie sowieso nicht bestehen, weil ich kenne so viele Leute, die haben die Prüfung nicht bestanden. Ja, das stimmt, aber es kostet wahnsinnig viel Kraft, mit solchen Menschen umzugehen. Das heißt, was ich wirklich sehr empfehle zu tun, ist, solche Menschen auszublenden, also so wenig wie möglich mit ihnen zu tun zu haben, und umgib dich mit Menschen, die wirklich genauso drauf sind wie du, also positiv und zielorientiert, die sich gegenseitig unterstützen. Einer der Gründe, warum ich eigene Kurse gemacht habe, ist, weil ich immer wieder gehört habe, Maria, ich bin an einer Sprachschule, ich bin in einem Kurs, aber ich bin der Einzige oder die Einzige, die motiviert ist. Was kann ich machen? Sogar die Lehrerin ist nicht motiviert. Leider sind wir nicht geschützt dagegen, dass es auch mal demotivierte Lehrer gibt. Es gibt alles und es gibt Kurse, wo die meisten Leute kein Interesse haben, irgendwas zu lernen. Aber du bist persönlich dafür zuständig. Das ist deine Verantwortung, dir ein Umfeld zu schaffen. Es ist egal, ob es online ist oder offline. Heutzutage muss man ziemlich vieles online machen. Ich arbeite seit 4 Jahren nur online. Alle meine Kurse sind nur online. Und was ich gemerkt habe, wir haben in unseren Kursen so eine Art Club-Atmosphäre. Also die Leute lernen sich kennen, sie werden Freunde, sie tauschen sich aus. Aber das Wichtige ist, sie schauen alle in dieselbe Richtung. Ja, sie haben alle Ziele, sie wollen etwas erreichen und keiner sagt, ja, der Kurs ist schlecht, ich bin demotiviert und ich habe keine Zeit zu lernen und ich schaue lieber Netflix. Also es ist tatsächlich super wichtig, wen du rechts und links neben dir hast. Und in unserem Online-Corona-Zeitalter ist es leichter, weil du einfach dich mit Menschen umgeben kannst, die du aussuchst. Und das ist ein unwahrscheinlicher Vorteil. Immer wenn ich höre, ja, Corona ist furchtbar, ja gut, es ist eine Zeit, die eine Herausforderung ist für uns alle. Aber wir leben in einer Zeit, wo man im Internet dermaßen alles findet. Du findest Sprachkurse, du findest Motivation, du findest Polyglotten, die über ihre Sprachlernerfahrungen sprechen. Apropos Polyglott, ich mache heute ein Interview mit 3 tollen YouTubern um 18.45 Uhr. Und da ist zum Beispiel Steve Kaufmann dabei. Das ist mein geschätzter Kollege aus Kanada. Er ist Polyglotte und spricht um die 20 Sprachen. Und solche Menschen können wir heutzutage einfach auf YouTube finden und von ihnen lernen. Stell dir vor 20 Jahren war das überhaupt nicht möglich gewesen. So, genau. Was noch vielleicht wichtig ist zu wissen, weil hier vorhin Tess Duff erwähnt wurde, 2 Sachen noch. Wenn du nicht gezwungen bist, eine bestimmte Prüfung abzulegen, oft ist es so, dass zum Beispiel die Uni oder dein Arbeitgeber sagt, du brauchst B2-Niveau oder du brauchst C1-Niveau, aber es ist völlig egal, welches Zertifikat. In diesem Fall ist es super wichtig, dass du dich informierst, welche Prüfung ist für dich die beste. Denn wie gesagt, ab Niveau B2 unterscheiden sich die Prüfungen ziemlich deutlich voneinander. Und ich habe bei den meisten Beratungen zum Beispiel folgende Fragen. Ja, was soll ich ablegen? Goethe oder Telg? C1. Dann sage ich, bist du eher jemand, der so technisch-mathematisch denkt oder denkst du lieber kreativ? Und wenn die Person sagt technisch-mathematisch, dann sage ich, wahrscheinlich
ist die Goethe-Prüfung für dich besser, weil du dort eine Grafik beschreiben musst. Im schriftlichen Teil, da wo du viele Punkte verdienen kannst, viele Punkte holen kannst, das ist ein Text, der ziemlich technisch ist. Also du musst eine statistische Grafik interpretieren, kommentieren und so weiter. Für mich wäre das wäre mein Tod, wenn ich so etwas machen müsste. Ja, diejenigen, die mich ein bisschen kennen, wissen, ich bin eher so das kreative Chaos. Ja, bei der Take-Prüfung zum Beispiel musst du einen argumentativen Aufsatz schreiben mit Pro-Argumenten, mit Kontra-Argumenten und so weiter. Das heißt, wenn du sagst, oh, super, ich habe in der Schule so gerne Aufsätze geschrieben, das hat mir so viel Spaß gemacht, das ist die richtige Prüfung für dich. Und das ist die erste Frage, die ich immer stelle, wenn die Leute nicht wissen, welche Prüfung sie ablegen müssen oder wenn sie sagen, naja, ich habe die Prüfung dreimal gemacht und dreimal nicht bestanden. Wir haben viele Fälle, wo Leute wirklich mehrmals durchgefallen sind, dann kommen sie zu uns und das Erste, was wir machen, wir besprechen mit ihnen, was sie gut können. Was für ein Lerntyp bist du? Bist du eher ein visueller, auditiver Typ oder ja, was für ein Mensch bist du? Wofür brauchst du diese Prüfung? Und dann erfahren wir meistens, welche Prüfung am besten geeignet wäre für diese Person. Hier wurde gerade TestDaF erwähnt. TestDaF ist ganz anders als Telk oder Goethe. Und die Schwierigkeit bei TestDaF ist zum Beispiel, dass du den mündlichen Teil nicht vor Prüfern machst, sondern am Computer. Das ist so wie mit einem Anrufbeantworter sprechen. Wenn du jemanden anrufst und ja, der ist nicht da, dann sprichst du mit dem AB. Und ich kenne viele Menschen, die damit Schwierigkeiten haben. Es ist genauso wie zum Beispiel, jetzt spreche ich in eine kleine Webcam und ich stelle mir die Leute vor, mit denen ich spreche. Das ist auch etwas komisch. Aber wenn du sagst, okay, sprechen ist sowieso nicht meine Stärke und da hast du begrenzte Zeit. Natürlich, du hast in jeder Prüfung begrenzte Zeit. Aber wenn sie maschinell begrenzt ist, das heißt, du hast zum Beispiel 2 Minuten Zeit und danach gibt es einen Cut. Und wenn du ein totales Blackout gehabt hast, wenn du die Frage hörst und dann sagst, oh Gott, ich weiß gerade gar nichts, ich bin so aufgeregt, der Computer kann dir nicht sagen, oh, bitte trink ein Glas Wasser und wir machen hier das Fenster auf, damit du nicht so aufgeregt bist. Das, was ich als Prüfer sofort machen würde, weil ich sehe ja den Menschen vor mir und ich habe so viele Prüfungen abgenommen und ich weiß, dass es einfach ist, für viele ist es eine sehr stressige Situation, einfach weil es eine Prüfung ist. Das heißt, sie sind aufgeregt, sie schwitzen, sie vergessen, was sie sagen wollten und das kann zum Beispiel ein Roboter, also eine Maschine, kann das nicht. Das heißt, du musst für dich wissen, wenn du sagst, okay, ich überlege, TestDaF abzulegen. Die Frage ist es wirklich eine Vorgabe von zum Beispiel deiner Uni, die sagt, es muss TestDaF sein oder es kann vielleicht eine andere Prüfung sein. Das ist eine sehr wichtige Sache zu wissen, weil sonst, was ich auch schon erlebt habe, die Leute bereiten sich auf eine Sprache, auf eine Prüfung vor, legen sie ab, bestehen sie, dann gehen sie an die Uni und die Uni sagt, gut, aber dieses Zertifikat akzeptieren wir nicht. Stellt euch vor, wie frustrierend ist es, du lernst, du machst die Prüfung, du bestehst die Prüfung und es war die falsche Prüfung. Was war das Problem? Man muss sich immer vorher informieren. Und es geht nicht darum, dass du ins Internet gehst und den ersten Kurs buchst, den du gefunden hast für Prüfungsvorbereitung, bevor du geklärt hast, welche Prüfung musst du ablegen und wann. Und ist es nur diese Prüfung oder kannst du auswählen, welche? In meinen Kursen machen wir zum Beispiel Prüfungsvorbereitung auf alles. Also die Leute kommen und sagen, ich mache Goethe, ich mache TELK, ich mache TestDaF, ich mache DSH und wir bereiten sie entsprechend auf diese Prüfungen vor. Aber es gibt viele Kurse, da wird zum Beispiel nur auf eine Prüfung vorbereitet. So ist es beispielsweise mit allen vom Arbeitsamt finanzierten Kursen. Da gibt es eine TELK-Prüfung am Ende, was zum Beispiel viele nicht wissen.
Prüfungen, die du am Ende von einem Integrationskurs machst. Das ist diese A2-B1 skalierte Prüfung. Das ist kein B1, das ist ein viel leichteres B1. Wahrscheinlich darf ich das nicht offiziell sagen, aber es ist nicht wirklich B1. Das heißt, wenn du nach dem Integrationskurs diesen B1-Kurs abgelegt hast, B1-Prüfung, und du hast nicht super abgeschnitten, aber es geht, und dann möchtest du in den B2-Kurs, was du feststellen wirst, ist, dass du einen sehr großen Schritt oder vielleicht sogar Sprung machen musst von B1 zu B2. Genauso ist es, wenn du in einem nicht besonders effizienten B2-Kurs bist und dann möchtest du C1 weitermachen und du merkst, okay, mir fehlt noch sehr viel. Also sei vorsichtig bei der Auswahl von Kursen, bei der Auswahl auch von Lehrern. Ich kenne zum Beispiel oft das Problem, dass die Leute sagen, ja, ich habe mit einer Lehrerin privat gelernt und ich bin bei der Prüfung durchgefallen. Meine erste Frage ist, kennt sich die Lehrerin mit der Prüfung aus? Was ich sehr oft höre ist, nein, aber sie ist doch Lehrerin. Na, Lehrerin ist nicht dasselbe wie Göttin, die alles weiß. Das heißt, es muss nicht jeder Lehrer sich mit jeder Prüfung auskennen. Ich kenne fantastische Kollegen, die sich auf Sachen spezialisieren, wie alles andere. Die unterrichten Grammatik, sie unterrichten Aussprache, sie unterrichten Sprechen, also Konversation. Aber sie spezialisieren sich nicht auf Prüfungen. Das heißt, wenn du einen Lehrer suchst, dann informiere dich einfach, auch zum Beispiel, wenn du iTalki nutzt. iTalki nutze ich selbst, um mein Spanisch zu verbessern. Aber ich habe explizit jemanden gesucht, der einfach mit mir sprechen kann. Und das macht mein Lehrer. Ich bin super happy. Wenn ich aber sagen würde, du, ich möchte eine Prüfung ablegen, dann würde ich mir einen Lehrer suchen, der das von sich behauptet, dass er sich damit auskennt. Ideal ist natürlich, wenn er vielleicht sogar Prüfer ist. Ist natürlich nicht immer möglich. Ich muss sagen, in meinem Team gibt es mehrere Prüfer für verschiedene Prüfungen. Das heißt, es ist nicht jeder Lehrer, der bei mir arbeitet, ein Prüfer. Aber insgesamt kennen wir uns super mit Prüfungen aus. Und das ist unglaublich wertvoll. Denn wenn du zum Beispiel jemanden hast, der deine Texte korrigieren kann und dir Feedback geben kann, dann muss diese Person sagen, für die Prüfung, die du ablegen möchtest, ist es eigentlich noch ein bisschen zu wenig. Das ist super wichtig, weil du musst immer die Korrekturen oder das Feedback, was du bekommst, in Relation sehen zu der Prüfung, die du ablegen möchtest, falls du eine brauchst. Die Frage, genau, ich habe, glaube ich, noch exakt Zeit für ein paar kleine Fragen. Ich bin nicht Deutsch-Muttersprachlerin, meine Muttersprache ist Russisch und ich komme aus Riga, aus Lettland. Genau. Ich habe Erfahrung mit Integrationskursen. Ich habe viele Kollegen, die dort arbeiten. Die Leute sind zu 95% nicht motiviert. Die Lehrer sind auch nicht immer motiviert und es tut mir leid, aber ich befürchte, es liegt wirklich am System. Was ich aber glaube, wenn du in einem, ich sage mal, schlechten Kurs bist, es ist ganz allein deine Verantwortung, was du machst, um dein Deutsch zu verbessern. Und weil die Frage so schön 20 Mal wiederholt wurde, hallo Felipe, beim Lesen würde ich empfehlen, lesen. Also Lesen hat etwas mit Wortschatz zu tun und ich befürchte, ich muss schon wieder Schluss machen, weil die Session um 18 Uhr endet. Ich bedanke mich herzlich bei euch für eure Fragen. Ihr könnt die Fragen weiter auf meinem Kanal stellen, wenn ihr Lust habt, und ihr seid ein tolles Publikum gewesen. Vielen, vielen Dank und kommt um 18.45 Uhr vorbei zu unserer Session mit dem Polyglot Steve Kaufmann und noch zwei anderen tollen Kollegen. Ich verspreche euch, das wird eine super Session. Also, wir sehen uns.